wenn man den Krieg und alles mitgemacht hat, dann weiß man, was man, hat von seiner Religion. Die hat einem im ganzen Leben viel Halt gegeben. Und deshalb ist es eigentlich ganz logisch, dass man in die Kirche geht und dass man in die Kirche gehen darf. Und dass man dann auch natürlich was tut, wenn man irgendwie helfen kann in der Kirche. Man hatte natürlich immer die Sicherheit dadurch, dass man eben den Kontakt zum Herrgott hatte, und dadurch hat man dann immer auch keine Probleme gehabt. Man muss natürlich oft auch auf die Hinterfüße stehen und musste sich durchsetzen. Das war bei jedem Kirchenbau so oder war auch in Hohenstatt so, dass man etwas entscheiden musste, so wird es gemacht. Aber man hat auch durchs Gebet, hat man dann immer gewusst, ja, das ist in Ordnung. Dass wir die Häuser gebaut haben, das zeigt eben, dass die Häuser auch benutzt werden. Und ob das jetzt in Heutigsheim in der Kirche ist oder ob das auch in Hohenstatt in der Kirche ist, man muss sagen, also das hat sich gelohnt, wenn man sieht, was heute geschieht in der Kirche, dass heute eben die Jugend auch mitmacht und die Jugend sich auch engagiert. Gerade wenn man hier das Haus der Kirche sieht, dann muss man auch sagen, die Leute, die spüren auch, dass hier eben die katholische Kirche dahinter steht und dass sie hier geholfen kriegen. Ja, haben ja. Und die ganzen Tätigkeiten mit ihm zusammen auch getragen haben. Ja, gell? Die katholische Kirche hat wohl ihre Kirchen gebaut, aber es ist keine Zentrale da für die katholischen Christen, wenn sie nicht gerade zur Pfarrei gehören. Und deshalb war es eben sehr wichtig, auch das Haus katholisch zu nennen, als katholische Kirche, weil die ganzen Hilfswerke, die sind alle in diesem Haus untergebracht. Und die Leute sollen auch wissen, die katholische Kirche stellt diese Hilfe zur Verfügung. Sieht ja gigantisch aus. Der Glaube muss man leben, dass man versteht. Und einer, der einfach den Glauben nicht lebt, der ist ein armer Mensch, aber viele sind eben, können da nichts dafür, dass sie eben nicht glauben können. Aber ich hatte eigentlich noch nie Probleme und ich habe auch immer Hilfe gehabt von oben. Mein ganzes Leben ist immer alles so. Ich hatte auch viele Probleme, aber ich habe alle durchs Gebet wieder aus der Welt geschafft. Ja. Und hier sind die Behandlungsräume und die Wartezimmer. Ja. Und der Herr Müller gibt es nicht mehr, gell? In der Zwischenzeit ist der Herr Salenbauch der neue Leiter der ökumenischen Psychologie.